Hier will Wenn ich. Der Hohe Rat Frieden schließt, ist dieser Albtraum endlich vorbei. Hast du mal nach Norden geschaut? Ich glaube nicht an Frieden. Wäre auch zu einfach, wenn alle das machen würden, ne? Mein Mann, sie. Schließ dich der Inquisition an. Ah, Lopez hat einen neuen Werber gefunden. Hör zu, du musst hier keine Nummer abziehen. Das ganze Geschwätz von wegen Rettung der Menschheit, das kenne ich schon. Und was ist mit den Vorteilen für dich? Kennst du die auch schon? Vorteile? Du bekommst eine Muskete. Ach, hör doch auf. Musketen gibt's nur für die Protektoren. Die Rekruten kämpfen nur mit dem Säbel. Das stimmt nicht. Jeder Rekrut wird an der Muskete ausgebildet, und zwar an der eigenen. Wirklich? Wenn du mir nicht glaubst, frag doch Lopez. Gut. Ich spreche mal mit ihm. Das wird kein gutes Ende nehmen. Mein Mann sieht das ganz anders. Ja, wer haben wir denn hier? Tritt näher. Ich besitze Waren aus aller Welt, Piratensäbel, Früchte aus Arborea, Papageien aus Takarigua. Was kann ich dir anbieten? Wie läuft das Geschäft? Ach, die meisten Leute wollen nur den Zucker aus Takarigua. Und darauf hat Maurigato das Monopol. Und das nur, weil er im Hohen Rat sitzt. Erzähl mir mehr über Maurigato. Er hat sogar einen Pirat in unsere Stadt gelassen. Kannst du dir das vorstellen? Nein. Ist ja unglaublich, ein Pirat. Ein fieser Kerl. Nicht so einer wie du. Du bist, ehrenvoll. Das habe ich sofort gesehen. Ehrenvoll also? Das liegt wohl an mir. Natürlich. Seid ihr ebenfalls ehrenvoll und außerdem sehr hübsch. Wir können uns später lauter nette Dinge sagen. Jetzt brauchen wir Informationen. Maurigato hat Garcia ins Haus des Hohen Rates gebracht. Und er hat sogar im Hotel gewohnt. Kannst du dir das vorstellen? Ich kann zusehen, wo ich die Nächte verbringe, aber ihm spendieren sie ein weiches Bett. Schon unfair, ne? Hallo? Kapitänsäbel. 40 bis 60. 40 bis 90 sind ja noch besser. Kostet aber auch ein bisschen mehr. Ding. Trosenring. Klingelfest plus 5. Piratendurch habe ich auch. Kostet 20 und ich habe. Also das sind Wurfwaffen, ja. Ring des Siegers, Muskete, Schrotflinte. Kampfte von Kadera. Schnupftabakdose. Liebeskunst plus 10. Das ist. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Karte von Kadera wäre auch nicht so verkehrt. Kann ich den verkaufen? Ich hoffe, kann ich natürlich welche verkaufen. Gibt alles so ein bisschen Knete, ne? Die ganzen Speere hier. Bild von. Ja, irgendwie komisch, dass hier eine einzelne ist. Krumm durch. Aber ja, Kleidung sollte ich noch nicht machen. Ohrring des Kriegers. Schurkenring. Den Kram könnte ich theoretisch verkaufen. Weil ich nicht weiß, ob ich das gleich hinterher dann noch brauche. Schmuck des Kriegers. Eisenring, Wurf, Klingenfest. Warte mal, welchen habe ich jetzt endlich an? Ring des Diebes. Ah, Diebes kurz 10, okay. Was sagen? Das ist okay, das wird nur mit den Werten vertauscht. Das kann ich, warum 10 Stück funkelnde Goldringe? Fackeln, Rum, Grog, das brauche ich natürlich. Proviant,
Trank des Diebes. Diebeskunst plus 7. 30 Sekunden. Je nachdem, wo man rein will, ist das vielleicht in dem Moment gar nicht mal so verkehrt. Deswegen sind solche Sachen eigentlich auch echt dumm wegzuschmeißen. Oder zu verkaufen, meine ich. Weil es bestimmt für irgendwas braucht hinterher. Wenn wir mal gerade gucken hier. Hey, roher Fisch nicht. Genau, sowas hier. Jaguarfell, Wasenschweinfell. Das bringt ja auch mal ein bisschen Kohle. Das sind Zähne. Da sind auch nur 190, ne? Perle. Oh, das ist schon ein bisschen was mehr. Das ist schon 500 Gold. Bienen. Die können auch für irgendwas noch sinnvoll sein. Ja, Jadesteine brauchen wir für diese Ritualkram. Goldene Teller, also das ist ja dann nur Plunder. Und das Rezept. Zucker fehlt mir dann auch für. Ich lass es mal noch mit der Karte. Ich weiß halt nicht, ob man vielleicht irgendwo noch die Karte so kriegen kann. Nur die Rohpunkte. So, wie ein Gitter. Okay, hier ist nichts. Hätte das sein können, dass da irgendwas versteckt ist. Ich kann dir nicht helfen. Nichts? Das wird kein gutes Ende nehmen. Nein. Darf's etwas sein? Das wird kein gutes Ende nehmen. Mein Mann sieht das ganz anders. Also ich will damit nichts zu tun haben. Wo ist die denn? Wie kann ich behilflich sein? Ich hatte Garcia mal in der Stadt. Ja, er hat ein Zimmer bei uns gemietet. Doch dann ist der urplötzlich abgereist. Er hat nicht mal seinen Zimmerschlüssel abgegeben, könnt ihr euch das vorstellen? Ich suche eine Unterkunft. Das lässt sich einrichten. Ich habe da noch ein freies Zimmer. Allerdings vermiete ich nur noch dauerhaft. Ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Das sagt ihr jetzt. Aber eine Woche ist schnell vergangen. Andererseits, Garcia ist auch nicht lang geblieben. Gut, ich komme euch mit dem Preis entgegen. Wer wohnt im Hotel? Ich habe den Schneidermeister Pantaleo aufgenommen. Er versucht hier seiner Arbeit nachzugehen. Außerdem ist noch die Silva zu Gast. Ein vielbeschäftigter Mann. Vielleicht stört ihr ihn besser nicht. Ich will das Zimmer von Garcia. Warum? Es gibt noch ein freies Zimmer. Solange das nicht vermietet ist, werde ich sein Zimmer nicht freigeben. Immerhin hat er dafür bezahlt. Okay. Also hier ist ja ein Zimmer. Vielleicht ist das freie Zimmer, aber... Hier ist auch ein Zimmer. In dem Zimmer von Garcia gibt es bestimmt was zu holen. Du hast hier nichts zu suchen. Also besser, du fasst hier nichts an. Ja, das ist vielleicht eine bessere Rüstung für mich. Das sieht ja schlimm aus. Ich sehe schon, da müssen wir einiges richten. Und du bist, Willkommen. Ich bin Pantaleo, der Schneider von Caldera. Was kannst du mir anbieten? Such dir etwas Ausgefallenes. Bausch, Saum oder Spitze. Ah, sagt nichts. Ihr bevorzugt eher den robusten Stil, richtig? Nichtsdestotrotz, wenn ihr etwas seht, das euch gefällt, greift ruhig zu. Wohnst du im Hotel? Ach ja, mein Geschäft befand sich auf dem Land. An einer Kreuzung, inmitten von Hügeln, im Schatten einer wundervollen Buche. Doch jetzt zerstört der Krieg das Land. Was blieb mir anderes übrig, als herzukommen? Bei Lucia fand ich eine neue Unterkunft. Was weißt du über Garcia? Der Pirat. Er hat sich ein Zimmer gemietet. Erst war ich deswegen etwas in Sorge. Aber er kam als Gast von Mauregato. Und Mauregato ist ein ehrenwerter Mann. Er gehört zu meinen besten Kunden.
Wenn er einen Pirat in sein Haus einlädt, dann wird das schon seine Richtigkeit haben. Kann ich sonst etwas für euch tun? So. Ja, das bringt ja nichts. Von der Festigkeit her. Schwarzer Mantel. Das bringt schon mehr. 20. Schwerer Stoffmantel. Günstiger, aber ein Schüchtern plus 5. Ist ja nicht verkehrt. Seitenhemd, Silberzunge und Stichwaffen. War halt Silberzunge, ne? 15. 10. Edle Weste auch 10. Schwarze Hose, 3 plus ein Schüchtern. Ein Schüchtern oder Silberzunge? Gute Lederstiefel. Habe ich ja 5. Also wäre hier der schwarze Mantel eigentlich am besten. Das ist natürlich auch ziemlich teuer. Ich weiß nicht. Ich muss ja auch noch lernen, ne? Geschlossen. Steck ja nichts ein! Was machst du da? Ich, was genau meinst du? Woher hast du diesen Altar? Er stammt von der Schwertküste. Dort gibt es einige Höhlen, in denen die Eingeborenen solche Altäre errichtet haben. Ich habe ihn hierher mitgebracht, um die Magie der Wilden zu erforschen. Normalerweise hätten sich die Magier darum gekümmert, aber nachdem der Hohe Rat sie aus Caldera verbannt hat, kümmern wir Gelehrten uns um die Sache. Warum interessiert dich die Magie der Eingeborenen? Die Eingeborenen beten die Titanen als Götter an. Es ist möglich, dass sich in ihrem jahrtausendealten Wissen der Schlüssel für einen Sieg über die Titanen verbirgt. Warum wurden die Magier aus Caldera verbannt? Der Hohe Rat hat ihnen die Schuld an der Vernichtung des Alten Reiches gegeben. Inquisitor Mendoza und seine Männer haben auf Faranga den Titanenlord Ursegor befreit. Genau jener Ursegor, der jetzt im Kampf gegen Ismael den Norden verwüstet. Die Magier hätten das verhindern müssen, sagt jedenfalls Maurigato. Die Mehrheit im Hohen Rat ist dem gefolgt. Was hast du herausgefunden? Ich weiß, dass es einen Zauber gibt, mit dem die Eingeborenen Gedanken kontrollieren können. Wahrscheinlich wenden die Titanenlords denselben Zauber an, um ihre Schergen zu kontrollieren. Wenn es mir gelingt, den Zauber zu verstehen, kann ich vielleicht eine Methode finden, ihn zu unterbinden. Was brauchst du für deine Forschung? Ich bin immer an Zutaten für meine Experimente interessiert. Für eine entsprechende Summe Gold wäre ich auch bereit, einige meiner Sachen zu verkaufen. Ja, Forschung ist eben teuer. Von Voodoo habe ich keinen blassen Schimmer. Kein Wunder. Die Wilden geben Fremden ihre Geheimnisse nicht preis. Ich habe größte Schwierigkeiten, an Informationen zu gelangen. Nach unzähligen Experimenten ist es mir bisher nur gelungen, ein paar Tränke herzustellen. Was weißt du über Voodoo-Tränke? Nicht viel. Aber da brauche ich auch Voodoo für, um Tränke herzustellen. Das ist ja kacke. Zeig mir deine Sachen. Schädelamulett. Schmuck des Kriegers. Totenkopfring. Trank des Diebes hat er sogar. Geistesessenz. Trank der Ehrfurcht. Einschüchtern. Zeugung Silberzunge.
Bauplan für ein Schilderamulett. Bauplan für einen Fluchstein. Bauplan für einen Ring des Jägers. Rezept für Schafdickpastete. Säuredrüse braucht man dafür. Schutztrank, Toaltrank, Anleitung für die Zepter der Macht, Zepter der Angst. Okay. Nichts, was mir jetzt konkret hilft. Was ist denn hier los? Warum folgt ihr mich? Auch verschlossen. Und dafür brauche ich einen bestimmten Schlüssel. Das wird kein gutes Ende nehmen. Mein Mann okay. Sieht das ganz anders. Also ich will. Waren wir erstmal so weit. Das sagt mein Mann auch. Oh, da fehlt der Kopf. Warum repariert das keiner? Sieht ein bisschen blöd aus. Bisschen Rakofee. Das wird kein gutes schon. Ende nehmen. Mein Mann sieht das ganz. Halt! Nur Mitglieder des Hohen Rates und deren Bedienstete haben Zutritt. Und du bist keins von beiden. Also verschwinde! Das wird kein gutes Ende nehmen. Mein Mann sieht das ganz anders. Also ich will damit nichts zu tun haben. Das hat mein Mann auch immer. Das ist nicht so vielversprechend hier. Hoffen wir das Beste. Hier steht immer noch da. So, Name? André, ist es wahr, dass ich hier eine Muskete bekomme? Der Mann weiß, was er will. Ich schreibe dich direkt mal beim Scharfschützentraining ein. Das war's fürs Erste. Du hörst dann von uns. Du hast deine Rekruten. Die Formalitäten sind zwar noch nicht erledigt, aber na gut. Hier ist deine Prämie. So, wer ist der Nächste? Ja, die werden gute Rekruten abgeben. Tja. Kommen wir jetzt eigentlich erstmal nicht weiter, ne? Ist nicht so eine Garungsgedöns? Sollen wir gerade mal gucken hier. Logbuch. Der Gierige. Spuren von Karigas. Ich glaube, hier kommen wir echt nicht weiter. Eine Quest, die wir hatten, haben wir gemacht. Mach hier keinen Ärger. Nein, 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 nein. Können wir mit Carlos reden. Der jetzt irgendwie was weiteres zu erzählen hat. Viel Glück bei deiner Suche nach Garcia. Nee. Mein alter Freund, Petty gehörte Gerüchte Druiden Eldrick. Hudelnadel, Totenschädel. Tja, kann man nicht nur zu Takarigora. Fehlt immer noch die schwarze Perle. Oder andere, die habe ich nicht. Die kommen wir gerade erstmal nicht weiter. Dann schauen wir mal, Takarigua. So, Petty. Es wird Zeit, neuen Kurs zu setzen. Aye, Captain. Nach. Da. Schauen wir mal, ob wir da irgendwie mehr erreichen, machen können. Der wird bestimmt auch nicht gerne hören, dass Stahlbart tot ist. Das sind keine guten Neuigkeiten.